Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Schokoladentest-Video hier auf dem Atzenberger Online-Kanal. Wie immer freue ich mich natürlich, dass ihr auch diesmal wieder am Start seid und bei mir zuschaut. Denn heute gibt es das hier bei mir im Test, eine ganz neue Rittersportsorte und zwar die Roasted Peanut. Jawohl, das sind geröstete und gesalzene Erdnüsse in Schokolade auf Mandelbasis. Wir haben eine 100 Gramm Packung bezahlt, habe ich dafür 1,99 Euro und gekauft habe ich diese Sorte im Edeka. Gut, dann würde ich sagen, wie immer, wir fangen sofort an, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist und bleibt natürlich der Geschmack. Also gilt wie immer, auf damit und raus damit. So, schauen wir uns unsere schöne Schokolade mal an. Da ist sie schon, ja, so kennt man sie. Gucken wir mal auf die Rückseite. Oh ja, die ist wirklich sehr gut gefüllt. Nice, okay. Wie immer, ich lege es ein wenig anders hin und dann geht's los. Und da geht's schon weiter mit unserem Test. Ihr seht, ich habe jetzt ein Stückchen von der Schokolade abgeschnitten, um auch nochmal hineinzuschauen. Und wie ihr seht, sie ist wirklich mega krass gefüllt. Sehr gut, sowas mag ich. Okay, dann probieren wir jetzt mal. Der Geschmack ist ja immer das Wichtigste. Oh, und sie riecht auch schon sehr, sehr lecker nach Erdnüssen. Okay, ich beiß rein. Super. Direkt beim ersten Bissen habe ich ja die Erdnüsse erwischt. Na gut, die sind doch schwer zu verfehlen, ne? So viele wie drin sind. Aber die haben wirklich einen super leckeren Geschmack. Und auch schön gesalzen sind die. Also nicht zu stark, aber man schmeckt das Salz auf jeden Fall raus. Genauso mag ich das. Geröstete Erdnüsse sind ja eh immer super. Und wie gesagt, jetzt hier in Kombination mit dieser leckeren Ritter Sportschokolade. Absolut genial. Ja, wir hatten in letzter Zeit ja schon öfters Sachen, wo hier Salted Caramel drauf stand und die wirklich dann nur nach Karamell geschmeckt haben und dieser Salzflavor, sag ich jetzt mal, untergegangen ist. Aber hier wirklich total lecker. Ist jetzt nicht übertrieben salzig, aber für mich genau richtig. Auch die Schokolade super lecker, schön zart schmelzend im Mund, genauso wie es sein muss. Wie immer das Ganze nicht zu süß. Wirklich eine super leckere neue Ritter Sport Schokolade. Also die kann ich euch wirklich nur empfehlen. Da bin ich mal wieder begeistert. Ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten. Dann gibt es schon meine Bewertung. Hier gibt es natürlich nur eine einzige Bewertung und das ist ganz klar der Dreifach-Daumen nach oben. Die beste Bewertung, die es hier bei mir auf dem Kanal zu vergeben gibt. Also ich bin wirklich super begeistert. Einer der besten Ritter-Sportschokoladen, die ich jemals gegessen habe, kann ich dazu nur sagen. Ihr habt selber gesehen, wie schön prall die gefüllt ist. Und die schmeckt auch genauso wie auf der Verpackung angegeben. Roasted Peanut, also geröstete Erdnüsse, das Ganze schön salzig noch dabei. Perfekt. Würde ich mir jederzeit nochmal kaufen. Ganz klare Kaufempfehlung von mir. Ich bin absolut begeistert. Gut, das war's dann schon wieder mit meinem kleinen Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar. Ganz besonders natürlich darüber, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Und nicht vergessen, auch morgen wieder bei mir reinzuschauen. Morgen gibt es schon den nächsten Test bei mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder am Start wärt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Video, sagt euer Atzenberger.